So, meine lieben Freunde, ich habe hier eine Zuschrift und bin gerade in Videolaune und deswegen werde ich jetzt gerade gleich diese Zuschrift beantworten. Von der 24-jährigen Maria: Soll ich mich trennen? Fragt sie. Sehr geehrter Herr Bonelli, seit langem bin ich ein großer Fan Ihrer Videos, das freut mich sehr. Vielleicht sogar vor Corona, das wäre besonders schön, weil, wie Sie vielleicht wissen, ist mein Hauptanliegen gar nicht Corona, logischerweise. Wessen Anliegen kann schon Corona sein? Anyway. Sondern ich will eigentlich das normale Leben mit Ihnen gemeinsam besprechen. Also, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe machen und so viel Energie darauf verwenden. Gerne, gerne, gerne. Danke für den Dank. Da ich von meinem verstorbenen Vater, okay, Sie sind 24 und Ihr Vater ist schon verstorben, tut mir leid, in einem katholischen Wertesystem erzogen wurde, schätze ich Ihre Meinung sehr. Na gut, okay. 24 in einem katholischen Wertesystem erzogen. Im Folgenden schildere ich meinen Fall anonym, das ist gut. Seit circa 1,5 Jahren bin ich Mitte 20, also jetzt ist sie 24, seit 1,5 Jahren, also seit sie 22 ist, in einer Beziehung mit einem 25 Jahre älteren Mann. Wow, das ist natürlich schon viel, das ist mehr als doppelt so alt. Kann gut gehen. Muss nicht schlimm sein, kann aber auch eine echt schlechte Idee sein, je nachdem. Also die reinen Zahlen sind einmal erschreckend, aber nicht dramatisch. Ja, aber darüber, glaube ich, habe ich eh schon mal ein Video gemacht. Also wenn man das gut und respektvoll angeht, dann ist das an und für sich kein Problem, nicht? Also sie war beim Kennenlernen offensichtlich 22 und er war 47. Naja, wir sind uns begegnet, da ein gemeinsamer Bekannter meinte, wir würden perfekt zueinander passen. Okay. Da gibt es also einen Kuppler, das ist einmal, das spricht dafür, dass dieser Mann damals offensichtlich frei war. Bei älteren Männern muss man immer schauen, ist er überhaupt frei oder ist er vielleicht irgendwo nicht frei. Also der Kuppler spricht dafür, dass er frei war und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe nichts gegen Kuppler. Ich habe selber schon mal gekuppelt, erfolgreich. Schon öfter. Wir fühlten uns sofort in großem Maß zueinander hingezogen. Okay. Dass man allerdings einen 47-Jährigen mit einer 22-Jährigen verkuppeln will, irgendwie ist außergewöhnlich, aber anyway. Er ist ein sehr angesehener, medial bekannter Anwalt. Okay, das ist natürlich heikel und führt im Prinzip zwei getrennte Leben. Aha. Den Großteil seiner Zeit verbringt er in seiner Heimatstadt, wo auch seine Kanzlei ist. Okay, logisch, ja. Laut seiner Aussage arbeitet er dort 7 Tage in der Woche und unternimmt dort keine freizeitlichen Aktivitäten. Er sagt, er sei dort sehr einsam und hat kein soziales Umfeld. Aha. Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Den zweiten Teil seines Lebens verbringt er in meiner Stadt. Okay, also die Heimatstadt ist nicht ihre Stadt, wo er oft beruflich zu tun hat. Fast immer bleibt er wegen mir viel länger, als er beruflich müsste. Ihr lebt in einem sehr dekadenten 5-Stern-Superior-Hotel. Wow, da war ich noch nie. Und hat insgesamt nur 3 Mal in meiner Wohnung übernachtet. Maria hat also eine Wohnung und er wohnt nicht bei ihr, sondern offensichtlich bestellt er sie ins Hotel, nehme ich mal an. Okay, komisch. Auch komisch ist, jetzt kann man auch mal zurückgehen, dass er sozusagen da die ganze Zeit arbeitet und angeblich überhaupt keine Freizeitaktivitäten macht. Das klingt da mal komisch. Er kennt bereits meine Familie und war auch schon in meinem Elternhaus. Okay,
Das ist wieder positiv. Er kommt circa alle 2 Wochen in meine Stadt und wir telefonieren jeden zweiten Tag circa 2 Stunden. Na gut, okay. Das große Problem, so jetzt bin ich neugierig. Nachdem ich ihn circa 4 Monate kannte, kam es mir sehr komisch vor, dass er immer nur aus seiner Kanzlei telefonierte, okay, und mich noch nie in seine Stadt eingeladen hat. Das ist komisch. Nachdem ich großen Druck gemacht habe, sehr, sehr gut, sehr richtig, hat er mir schließlich gebeichtet, dass er noch mit seiner Ex-Freundin zusammenlebe. Aber eigentlich schon von ihr getrennt sei. Oje, das höre ich sehr häufig, dass man mit ihr noch zusammenlebt, aber eigentlich schon getrennt. Wenn kein Wahrsagung kann da natürlich nicht reinschauen, aber das stinkt, muss ich sagen, ein bisschen. Sie ist in seinem Alter, also sie ist auch 50 und finanziell von ihm abhängig. Okay. Und ich meine, was hat er jetzt vor? Also ich meine, wo will er hin? Das ist nicht gut, ja. Okay. Vor allem dieses eigentlich, das finde ich am ärgsten. Ich meine, die Frage ist, habe er das wirklich so gesagt? Wahrscheinlich schon nicht. Aber eigentlich schon von ihr getrennt. Also das heißt, die Frage ist, weiß sie, also seine Partnerin, dass er eigentlich von ihr schon getrennt ist? Oder weiß sie das gar nicht? Oder ich meine, eine Partnerin, mit der man nicht zusammen ist und die eigentlich finanziell von ihm abhängig ist, okay. Komplex. Ich fühle mich bis heute sehr wohl bei ihm, da ich von Anfang an eine sehr große Vertrautheit verspürt habe. Ja, das ist Eros. Das ist ein Gefühl. Da braucht es auch ein Stück weit Vernunft. Ja, also ich meine, Eros, klar, ist da zweifellos. Diese starke Anziehung des Männlichen und des Weiblichen zwischen ihnen und diesem erfolgreichen Mann. Berühmten und erfolgreichen Mann. Das ist jetzt noch nicht, also ja, das endgültige Kriterium. Also das glaube ich natürlich, fühlen Sie sich bei ihm wohl, weil sonst wären Sie überhaupt nicht mit ihm zusammen, liebe Maria. Ei, von Anfang an eine große Vertrautheit, ja klar. Es würde ich halt nachfragen, was heißt große Vertrautheit? Ist er schnell sexuell geworden? Wahrscheinlich schon. Ne? Also was ist jetzt genau die Vertrautheit? Aber anyway, also ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich seinen Status sehr attraktiv finde. Das ist gut, dass Sie so ehrlich sind, weil zweifellos ist das ein wichtiges Kriterium. Also ältere Männer können sich dann die Frauen aussuchen, wenn sie erfolgreich sind. Ist ein gemeines Faktum, aber es ist so. 50-jährige Männer, die eigentlich total gescheitert sind, tun sich schwer, normalerweise. Also der Status ist natürlich was Attraktives. Zweifellos, besonders für eine junge Frau. Das ist jetzt nicht unbedingt was Böses. Ist halt so. Wir Menschen sind so. Nach einiger Zeit habe ich jedoch herausgefunden, dass er große finanzielle Probleme hat, was mich sehr beunruhigt hat, weswegen ich großes Mitleid verspüre. Oh, okay, ich meine, er hat große finanzielle Probleme und übernachtet nicht in ihrer Wohnung, sondern trotzdem immer in diesem 5-Stern-Plus-Hotel. Das war sehr komisch, oder? Also meine Fantasie, also wie ich das jetzt gelesen habe, war, vielleicht spielt er ihr die finanziellen Probleme nur vor, damit sie keine Forderungen an ihn stellt. Ich meine, wieso hat er finanzielle Probleme? Wie kann man? Ich meine, man kann immer finanzielle Probleme haben, weil man das, sich das fünfte Zinshaus irgendwie, weil der Kredit vom fünften Zinshaus vielleicht irgendwie hoch ist oder whatever. Also die Frage ist, was sind genau finanzielle Probleme? Aber möglicherweise ist das auch eine Form einer Desinformation, um genau das zu erreichen, dieses große Mitleid. Da ist ein erfolgreicher Anwalt, der berühmt ist, der eine
Freundin hat, die halb so alt ist wie er, und sie hat Mitleid mit ihm, weil er finanzielle Probleme hat. Okay, das ist alles total, total komisch. Meinerseits besteht keine finanzielle Abhängigkeit ihm gegenüber, da meine Familie eine gut laufende Firma besitzt. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Na Gott sei Dank, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir streiten uns sehr oft, da er jedes Wort auf die Goldwaage legt und hypersensibel und in extremem Maß perfektionistisch ist. Wow, also da frage ich mich, hat das Zukunft, liebe Maria? Also ich meine, wir haben hier noch eine Anziehung. Ne? Wo haben wir das? Ja, finde ich jetzt nicht, aber andererseits streiten sie sehr häufig. Offensichtlich tut er sich auch schwer, in Frage gestellt zu werden. Ne? Jedes Wort auf die Goldwaage, natürlich jedes kritische Wort. Ne? Oder ist er vielleicht besserwisserisch? Wenn er perfektionistisch ist, ist er im extremen Maß perfektionistisch. Ist er natürlich besserwisserisch. Also eher erfolgreich, Rechtsanwalt, berühmt, doppelt so alt wie sie und dann auch noch besserwisserisch, kann ich nicht empfehlen. Das heißt, er legt jedes Wort auf die Goldwaage. Hört sich nicht an nach einer Beziehung auf Augenhöhe. Kann trotzdem sein, aber eigentlich müsste sie auf Händen tragen und sie zumindest bewundern und hypersensibel. Die Frage ist, ob da auch was Narzisstisches da dabei ist. Das steht da nicht drinnen, aber darüber muss man nachdenken. Ich wünsche mir ein stabiles Leben und einen Mann, mit dem ich eine Familie haben kann. Dies lehnt er ab. Dies lehnt er ab. Wow, das ist ja da wichtig. Ich meine, Entschuldigung, Maria, was machen Sie noch bei dem? Dies lehnt er ab. Also Sie wollen Familie und einen Mann, der lebt noch mit seiner angeblichen Ex zusammen und will mit Ihnen oder auch mit niemandem eine Familie. Und sein Hotel ist sein Zuhause. Also Fragestellung. Okay, jetzt stellt sie die Frage. Und da ist es auch schon aus. Okay, Fragestellung. Jetzt wird spannend. Mein ganzes Umfeld rät mir, mich von diesem Mann zu trennen. Gut, das kann ich gut nachvollziehen, diesen Rat. Auch ich selbst weiß seit langem, dass es falsch ist, mit diesem Mann meine Zeit zu verschwenden. Ja, okay. Okay, hallo. Dann sind die Dinge ja sehr klar. Warum schafft man es oft nicht, trotz himmelschreiender Warnsignale, sich von einer Person zu lösen? Und wie würden Sie sich mental darauf vorbereiten, um danach bei einem eingeschlagenen Kurs zu bleiben? Okay, das ist aber jetzt eine sehr komplizierte Frage. Also eigentlich fragt sie, warum kann ich nicht Schluss machen? Also ich würde sagen, Sie können nicht Schluss machen wegen Eros. Das ist keine gescheite Beziehung, Maria. Also, das tut Ihnen nicht gut. Ich meine, Sie geben eigentlich der Beziehung selber den Todesstoß, beziehungsweise er macht das eigentlich und Ihre Vernunft auch. Ich meine, wir haben Bauchgefühle, die Bauchgefühle stimmen sozusagen. Sie mögen den Mann. Sie finden ihn sexy und attraktiv. Ich meine, der Mann ist berühmt, der Mann ist bekannt und erfolgreich und wahrscheinlich hat auch mehr Geld, als er tut. Aber von der Vernunft her, und das, Sie reden ja selber von diesen himmelschreienden Warnsignalen, also das ist die Vernunft. Die Vernunft sagt nein, liebe Maria, nein. Und warum schafft man? Es ist eigentlich die falsche Frage. Wenn meine Patienten Mann sagen, sage ich immer, reden sie von ich. Also warum schaffe ich es oft nicht? Es nicht ohne oft. Warum schaffe ich es nicht? Trotz himmelschreiender Warnsignale sich von ihm
nicht von einer Person, von ihm, von diesem konkreten, wir müssen ihm einen Namen geben, von Peter. Peter. Ah, das war jetzt falsch. Peter. Zu lösen. Ja, weil sie im Bauch sind. Maria, weil sie im Bauch sind. Bleiben wir mal bei der einen Frage. Warum schaffe ich es nicht? Weil sie im Bauch sind. Und weil die Vor-, also weil sozusagen der Moment, der kurzfristige Moment, wenn sie in seinen Armen liegen oder wenn sie mit ihm gemeinsam Zeit verbringen, dass das halt dann noch immer, das war jetzt ein Blödsinn, weil das dann halt noch immer kurzfristig schön ist, aber langfristig geht das natürlich in die völlig falsche Richtung. Kurzfristig, langfristig, Maria, daran müssen Sie denken. Wenn Sie kurzfristig diesen bequemen oder angenehmen Weg weitergehen, ich meine, Sie haben ja vieles nicht geschrieben, aber wahrscheinlich, wenn Sie zusammen sind, dann werden Sie wahrscheinlich auch im Fünf-Sterne-Hotel im Luxus leben, dann werden Sie teure Abendessen essen, dann werden Sie wahrscheinlich, was weiß ich, ausgehen in dieser Stadt. Diese Stadt gehört offensichtlich Ihnen, aber er hat eine andere Stadt mit einer anderen Frau, ziemlich sicher. Da dürfen Sie mit ihm wahrscheinlich nicht ins Theater gehen oder whatever. Also weiß ich nicht, aber jetzt so von. Also, warum schaffen Sie sich nicht zu lösen? Weil die Welt, die er Ihnen da, diese Scheinwelt, die er Ihnen anbietet, einfach zu verlockend ist. So, wie würden Sie sich mental darauf vorbereiten? Naja, ich mich, also ich bin in den Peter nicht verliebt, aber jetzt, wie würden Sie, ich verstehe schon, was Sie natürlich meinen, um danach bei dem eingeschlagenen Kurs zu bleiben. Naja, also ich meine, ganz ehrlich, Maria, Schluss machen. Endgültig Schluss machen. Also Sie reden ja, ich habe viele Informationen nicht. Zum Beispiel, ist das jetzt on-off? Machen Sie ständig Schluss und dann fangen Sie wieder an? Oder wie ist es genau? Also ich würde sagen, Schluss machen, Maria. Und zwar ohne große Diskussion, weil offensichtlich kriegt er sie dann immer wieder rum. Also einfach Schluss machen. Gerne per SMS, E-Mail, Telefonat, whatever. Schluss machen. Und Kontakte sperren, also WhatsApp sperren, Telefon sperren, E-Mail blockieren oder ich meine blockieren, aber in den Spam-Ordner. Keinen Kontakt mehr. Also Sie reden ja nicht darüber, warum Sie immer wieder rückfällig werden. Also ich weiß gar nicht, ob Sie jemals Schluss gemacht haben, aber ziehen Sie das durch, wahrscheinlich schaffen Sie das nicht einmal allein. Nehmen Sie jemanden, ich weiß es nicht. Also, wenn Sie in Wien sind, kommen Sie gerne zu mir. Wir können das auch über Skype oder whatever machen, wenn Sie das sehen, aber das können alle meine Kollegen auch oder viele. Würde ich sagen, das ist, Schluss machen ist nicht besonders schwer. Und dann konsequent dabei bleiben, indem Sie eben nicht entweder auf sein Balzen nicht reagieren. Man müsste genau analysieren, wie kriegt er Sie zurück, wenn Sie überhaupt einmal Schluss gemacht haben. Also, woran liegt's? Gehen Sie selber wieder zurück? Oder wahrscheinlich, wenn er wieder in der Stadt ist, dann bestellt er Sie wieder her, wahrscheinlich. Und dann können Sie nicht anders. Die Frage ist auch, warten Sie die ganze Zeit, bis er dann kommt? Oder machen Sie sich das aus? So wie es klingt, orientieren Sie ja Ihr Leben nach ihm. Also noch einmal, das ist, glaube ich, also liebe Maria. Sie wissen es selber, aber ich wiederhole das noch einmal, das ist überhaupt. Das ist ganz sicher falsch. Und es ist gut machbar, Schluss zu machen. Aber das schaffen Sie nicht alleine. Lassen Sie sich coachen, lassen Sie sich von irgendjemandem begleiten. Und sei es Ihre Mutter, Sie sagen, Ihr Vater ist gestorben, aber dann halt, vielleicht kann sie Ihre Mutter oder wenn die, aber Sie haben gesagt, warte mal, er hat schon ihre, dass er war schon in einem Elternhaus oder so irgendwas, da war ist der Vater gestorben. Da. Er war auch schon in meinem. Er kennt meine Familie und war schon in meinem Elternhaus. Der Vater ist gestorben. Okay, deine Mutter. Naja, vielleicht kann Ihnen die Mutter helfen oder ja, ein Bruder, eine Schwester oder wie gesagt, ein Therapeut, ein Arzt, wie auch immer. Alleine schaffen Sie es wahrscheinlich nicht. Aber nehmen Sie sich Hilfe von außen, machen Sie Schluss, blockieren Sie Ihr Handy oder vielleicht noch besser, wechseln Sie die Nummer. Auf jeden Fall. Wie Sie selber sagen, dass Sie Ihre Zeit verschwenden, nicht? Also Sie sind jetzt 24, aber dann sind Sie 25, 26, 27 und seit
2 Jahren geht das schon so, seit 1,5 Jahren. Es gibt viele solche Fälle, ganz ehrlich, es gibt viele solche Fälle. Und ich glaube, dieser Peter, der meint es nicht ehrlich mit Ihnen. Und das, also das, was ehrlich ist, dass er sagt, dass er mit Ihnen, also dass er Sie nicht heiraten will, also weder Sie noch sonst jemanden, er will nicht heiraten, aber und Sie wollen das, damit ist Schluss. Machen Sie Schluss, ziehen Sie einen Schlussstrich, Sie können nachher keine Freunde sein, nein, das geht nicht, sondern Sie haben einfach keinen Kontakt und Sie beginnen langsam, langsam wieder ein anderes Leben. Weil dieses Leben, das Sie jetzt führen, das ist nicht das Leben, das Sie sich vorstellen, das nicht die Richtung hat, die Sie sich selber vorstellen. Darauf kommt es an, dass Ihr Herz, Ihre persönlichen Werte nicht dort sind, wo Ihr Leben im Moment ist. Ja, also orientieren Sie lieber Ihr Leben nach Ihren Werten, als dass die Werte zerbröckeln und Sie dann irgendwie einen Scherbenhaufen an Nichtwerten haben, weil Sie ein Leben gelebt haben, das nicht Ihren Werten entsprochen hat. Schluss machen, Kontaktabbruch, neues Leben. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.